Folge Nummer 8 von Aborion. Ja, ich habe einen Rüffel gekriegt von dem Thomas Stehler. Ja, ich verfalle wieder in alte Schemen. Also, das ist schlecht. Ich wollte doch hier alles neu machen und das habe ich jetzt wieder nicht geschafft. Also, das ist schon mal schlecht. Da müssen wir noch dran arbeiten. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Jetzt mal schauen. Was hat er gesagt? Ja, ich sollte gucken, dass ich Bergbausysteme bekomme, dass ich den zweiten Miner mit einem weiteren Laser ausrüste, damit der dann effektiver abbauen kann. Roter Faden, ja, es gibt sicherlich einen roten Faden. Der rote Faden wäre der, dass ich jetzt eigentlich zusehe, dass die Miner ausgestattet werden und ich bin immer noch mit diesen Sklaven dann auf dem Weg, dass ich dann hinkriege, dass den ersten Gegner da sozusagen mitzukriegen, ne? So, wo sind wir erstmal? Sind wir schon im letzten Sektor? Nein, wir sind nicht im letzten Sektor. Unser Schiff ist da. Klicken zum Auswählen. Reiter 1. Ist das unser Schiff oder ist das unser Schiff? Aus Reiter 3. Ne, das ist, glaube ich, der Miner, ne? Und das ist unser erstes Schiff. Das sollte eigentlich jetzt das Schiff sein, wo der... sag schon, Thomas sagt, dass ich da einfach reinspringen kann, aber... Herzogwinium abwracken. Wie sollte ich denn da hier hinkommen? Ich bin da sehr... Ich weiß es nicht. Ja, wie kommt man da hin? Gute Frage, ne? Für mich jetzt gerade unerklärlich, weil das ist mein Schiff, wo ich, also die Drohne ist das ja, und das ist das Schiff, wo ich eigentlich hin will, aber das Schiff hat keinen Kapitän, steht doch da, deswegen kann ich da auch nichts mitmachen, oder? In Sektor wechseln. Jetzt haben wir es gefunden, ne? Kann das sein? Karte raus. Und da ist es. Ja. Jetzt ist nur die Frage, die Drohne ist jetzt auch... Ne, die ist dann... Die Drohne ist dann weg. Alles klar. Gut, wir sind also ans Ziel gekommen. Hin und her springen geht wohl super einfach. Alles klar, wissen wir jetzt Bescheid. Jetzt ist die Frage... Wir wollten nur mit der Drohne zurück, um hier hin zu sein. Genau, das war unser Ziel. Jetzt müssen wir mal hier hinten, haben wir ja noch Ausrüstungsdock, da können wir mal gerade reingucken, ob es da was Neues gibt. Weil wir waren ja eine Zeit lang auch gar nicht da. Radar-Upgrade, Geschützkontrollsystem, Generator-Upgrade, Radar, Geschützkontroll, Generator-Upgrade, Geschütz, Quantum, Schildsturm. Nix dafür da. Gucken wir, ob wir noch einen Laser finden, der Eisenbergbaugeschütz. Also, wir müssten ja so ein Erding kriegen, ne? Das haben wir hier überhaupt noch nirgendwo, ne? Hier ist jetzt auch kein Cypher Point Defense, Doppelpoint Defense, Doppelvolta, Eisenbergbaugeschützturm. Ja, ist nicht zu finden. Der Thomas hat auch geschrieben, dass ich ja Klamotten verkaufen kann. Und wenn ich die verkaufe, kriege ich ja auch wieder Dinge. Jetzt lass uns aber gerade, er hat auch geschrieben, dass ich einen Erkunder einfach bauen sollte. Stopp, das war verkehrt. Wir müssen in Drohne aussteigen. Ja, dann können wir Handelsübersicht. Warte mal, was ist denn hier noch für der Nahe? Du hast einen ungelesenen Mail. Also, das sind jetzt hier die Kampfanweisungen, ne? Genau, das ist jetzt nicht so entscheidend. Baumodus ist klar. E-Mails, Schiffsmenü und ja, das können wir alles machen. In Drohne aussteigen. Einfach mal ein Stück wegfliegen. Obwohl, warte mal, wir steigen wieder ein. Das macht so keinen Sinn. Wir fliegen erstmal in der Nähe einer Station. Weil wir brauchen ja dann auch noch ein paar Leute, die wir da vielleicht... Oder? Ach nee, es ist ja neu, dass da... Trotzdem können wir in die Richtung fliegen, ist ja kein Ding. So. Hier können wir ja auch nachher was verkaufen, ne? Ist ja nicht so, als ob das nicht gehen würde. So, dann, tack, ausgestiegen. Die driftet jetzt noch weg, die Drohne, oder wie sehe ich das, ja. Und dann können wir hier ein neues Schiff gründen. Schiff gründen. Als Writer Discover. Und
500 Mitglied Besatzung 4 sind automatisch dabei. Jetzt haben wir das. So, jetzt müssen wir da ein bisschen dran rumbasteln. Was haben wir denn? Okay, wir haben definitiv ein bisschen Längens. Also erstmal drehen, dass wir das nicht falsch machen. Den Klotz drin klicken wir wieder an und kopieren uns den und wählen den dann aus. Genau, haben wir. Dann machen wir da aber einen Triebwerksblock wieder raus. Aber ich würde jetzt mal ein anderes Design wählen wollen. Lass uns erst das hier nehmen. Den machen wir klein. Das machen wir mal so, dass wir den da hinsetzen. Wir setzen den auch dahin. Und mehr erstmal nicht. Dann. Nee, so nicht. So auch nicht. Sondern so. Würde ich das gerne so machen wollen. Genau. Dann machen wir eine Spiegelachse da rein. Ist das die? Ja. Dann nehmen wir ein Triebwerk in Größe des Klotzes, der jetzt ausgewählt ist. Ja, passt. Und machen da das Triebwerk raus. Und flanschen das mal hier hinten an. Und zaubern wir mal dann noch eins hin. Genau. Das ist schon ganz gut so. Dann machen wir das gleiche. Dieses kopieren wir auch nochmal. Steuerung V. Und das ist das Gerüst, ja. Kommt da auch nochmal hin. Und jetzt müssen wir das kürzer machen. Achso, wir müssen Spiegelachse an, aber das ist nicht schlimm. Sind die beiden gleich lang? Ja, ne? Oder? Ja, müssen ja gleich lang sein. Dann müssen wir jetzt nicht so, sondern so machen. Zack. So gefällt mir das schon ganz gut. Und dann nochmal den wieder kopieren. Ja, funktioniert wohl so, ne? Zack. Sieht doch ganz nett aus, oder? So, das bedeutet, wir haben da unseren tollen Kern. Jetzt brauchen wir Quartiere, die ich aber nicht mehr spiegeln möchte jetzt. Die kommen weg. Jetzt würde ich die Quartiere wieder in dieser Form machen wollen. Steuerung C, Steuerung V, Quartiere auswählen und die wollen wir hier drunter setzen. Quartiere haben wir dann. Und der Generator ist da, den würde ich jetzt mal hier hinsetzen wollen. Ich glaube, das müsste hier sein. Dann sieht das noch symmetrisch aus, ne? Ja. Dann Energiecontainer, die stoppen wir schon an, spiegel ich nochmal und setze die hier hinten hin. Und das sieht doch ganz cool aus, oder? So, jetzt haben wir Energiecontainer. Was brauchen wir denn alles hier noch so? Nicht genügend Ingenieure. Also, wir brauchen Gyroskope und sowas. Trägheitsdämpfer. Trägheitsdämpfer. Machen wir hier vorne hin. Und zwar so schon, aber flach. Da ist es, ne? Ja. Da haben wir die Trägheitsdämpfer. So, dann müssen wir das mit dem Rotieren noch machen.
Korrekturdüsen. Die setzen wir mal hier hin, auch gespiegelt ruhig. So, und dann... Also einen kleinen Frachtraum würde ich jetzt dabei auf jeden Fall nehmen wollen. Klein heißt natürlich jetzt etwas mehr schon, aber... Wie machen wir den? Gute Frage, ne? Ne, so nicht. Das war jetzt schon okay so. Sind wir noch in der Höhe? Ne, wir sind nicht mehr in der Höhe. So sind wir in der Höhe passend. So. Den würde ich jetzt hier so drunter hängen wollen, aber das geht gar nicht, weil der eine Klotz da ist. Kriegen wir den hier irgendwo so hin? Warum geht er nicht da rein, sozusagen? Woanders geht das doch, oder? Gut, das bedeutet, wir werden hier noch eine Strebe einbauen. Und zwar... Ich glaube, so passt's. Sieht gut aus. Und dann den Frachtraum nochmal rausgeholt. Entschuldigung, Steuerung V, ruhig nochmal so den Würfel da rausholen. Frachtraum ja, aber ein bisschen anders formen bei denen. Ne, falsch rum, so. Gut, das sieht gut aus und jetzt noch breiter. Könnte ein Tacken kürzer sein, ne? So gefällt es mir eigentlich. Geht er da auch hin? Da geht er dann nicht. Da würde er noch hingehen, okay. Dann bastle ich den so dahin. So. So, Beschleunigung ist wohl nicht genug, ist klar. Jetzt würde dann noch was fehlen, und zwar... Hülle, ne, Triebwerke, ne. Gerüst. Haben wir alles, oder? Ja, da ist noch ein besseres Triebwerk auch noch drin eigentlich gewesen, ne? Lass uns mal gerade hier reingucken, was ich noch vielleicht haben wollte. Eine Panzerung wollen wir noch drauf machen, das ist klar, da ist er. So, wie kriege ich den Deckel da drauf? Das ist die Frage, ne? Wir müssen länger werden, glaube ich. Kriegen wir das mal so hin? Ja. So, noch ein bisschen. Okay, das muss da oben sein. Wir gehen in die Breite. Und wir werden flach. Und jetzt würde ich sagen, packen wir das Ding einfach da mal hin, oder? Vielleicht noch ein bisschen länger. Und auch noch ein bisschen breiter. So. Schmeiße ich den mal dahin. Ein fliegendes Schiff. So, und jetzt ist die Frage, wie es hier unten wird. Ah, das sieht cool aus. Ich glaube, das könnte hier so passen, oder? Der fliegende Klotz. So, so. Ha? Krass. Krass. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Ah, Gewicht links, rechts. Wir brauchen noch was mit Drehen. Okay, Korrekturdüsen. Spiegelachse. Und Korrekturdüsen auswählen. Sind ausgewählt. Kopieren. Und V und... Kann ich die irgendwie so passend sehen, dass ich da sehe, dass ich da bin?
Können die auch hier hinpappen, so ist nicht, ne? Aber eigentlich wollte ich sie. Ne, machen wir da hin. Das ist schon eine gute Idee hier eigentlich, oder? Wo sind sie denn? Gehen die hier jetzt nicht runter oder was? Doch, da ja, aber. Ach so, ich bin in einem Ding, glaub ich, drin, in einem Bauklotz drin. Da kann das sein, dass das nicht geht? Ja, wahrscheinlich. Warte mal, dann können wir es auch so machen. Ich glaube, jetzt passt's, oder? Jetzt weiß ich nur nicht. Doch, die sind identisch, ne? So, und dann haben wir das auch hier wieder im Lot. Okay, das bedeutet, wir haben keinen Kapitän. Na, hat ja wieder gut geklappt, oder? Kann das sein? Ja. Fliegt das Ding auch? Ja. So, jetzt ist die Frage, Kapitän. Nix Kapitän da. Mechaniker. Ein. Ingenieure ein. Jetzt sollte das Ding schon normal funktionieren hier oben. Sind keine roten Anzeichen mehr. Das Navitat, ne? Ja. Bremst das auch? Naja, es fliegt, sagen wir so. Drehen und sowas tut sich nicht so doll, aber wir lassen das mal gerade erstmal so gucken. Zu, dass wir jetzt erstmal hier gerade reinschauen, was gibt's denn hier? Crew anheuern. Zwei Generäle, okay. Da jetzt nix. Da schauen. Ich wollte nicht handeln. Nochmal. Und Unteroffiziere. Das ist ein Tor, das ist auch eins. Da ist noch ein Tor. Da oben ist eine Schiffswerft. Warte mal, wir müssen den mal ein bisschen anders hier anpassen, dass der uns nicht im Blickfeld so rumfliegt. F. Crew. Unteroffizier. Okay, gibt keinen Kapitän mehr. Das hatten wir schon, ne? Reparaturdock, ja. Ich glaube schon. Handelsposten. Ne. Habitat. Lass mal gerade gucken. Essenswerk, Hochdruckrohren, Prozessorfabrik, Habitat, Militärstation. Hat die Militärstation noch was? Okay, das funktioniert alle nicht. Reparaturdock, Ressourcen haben wir das. Schiffswerfer, auch Handelsposten, Ausrüstung, Ressourcendepot. Da sind wir ja dran. Ja, okay, das bedeutet, wir müssen erst schauen, dass wir jetzt einen Kapitän irgendwo auftreiben, der da auch noch drin sitzt, ne? Und was natürlich noch ist, haben wir noch was? Ich glaube nicht, oder? Ne, wir müssen auch noch Material besorgen in Richtung Kampf. Wo ist das Ausrüstungsdock? Schiffswerft. Da unten. Nochmal da. Ausrüstung handeln. Geschützkontrollsystem, Generator Upgrade. Geschützkontrollsystem, Generator Upgrade. Hat sich nichts geändert. Dreifach Point Defense MG Geschützturm. Wie viel Geld haben wir? 250, so rundweg. Doppelgeschützturm, dreifach Point Defense, doppelter. Okay. Titan, DPS, Schaden 07, Schaden 019, Feuerrate 11, Reichweite 712, 713. Die beiden würden schon mal
Schadenstyp, Antimaterie, Hülle, mehr Schaden gegen Hülle. Okay. Der macht hier doch richtig Wumms, wa? Reichweite 7,19 wäre das auch noch. Schießt bis zu 100 Schaden an Hülle. Aber ich glaube nicht, dass ich den jetzt kaufen kann, oder? Ich muss doch bestimmt angedockt sein, oder? Ja. Das bedeutet, wir fliegen mal kurz dahin. Und schauen uns das vom Nahen an. Sollten wir hinkriegen, oder? Gerade ziehen tut das Schiff überhaupt nicht. So. Ja, Power ist auch alle. Generator schafft das nicht. Ist aber auch nicht so schlimm erstmal. Ziehen wir uns da dran und alles ist gut. So. Was war mit Crew? Haben wir hier? Ach, guck mal an. Wir haben Crew gar nicht hier geguckt, kann das sein? Das freut uns aber, oder? Heuern wir den doch an. Dann nochmal F. Und Ausrüstung handeln. Jetzt sag nicht das Geschützkontrollsystem, was wir eben hier hatten, das ist jetzt weg. Tatsächlich, das hat einer gekauft in der Zwischenzeit, kann das sein? Nee, wir haben nicht umgeswitcht, alles klar. Wir kaufen erstmal einen Doppelbolter-Geschützturm. Der sollte hier was erkunden. Und dann kaufen wir noch das Titan. Genau. Ach, da gibt's mehr auch von, okay. Warte mal, das ist schadenstypisch. Splitter, Raumjäger und Torpedos. Aber das wäre vielleicht noch... Ach, den können wir nicht mehr, weil wir nicht mehr genug Geld haben. Geld haben wir genug. Warum können wir den nicht kaufen? Du musst mit der Fraktion verbündet sein, um exotische... Ach so, okay, alles klar. Schade. Splitter, Raumjäger und Torpedos haben wir aber. Heisenbergbau geschützt. Gegen die Hülle hatten wir auch schon was ausgewählt. Physisch. Vielleicht sollten wir den noch mitziehen lassen. Ja, komm, den kaufen wir noch dabei, den physischen hier. Was ist das hier? Pfefferbolt? Ach, da oben ist ja noch einer. Okay, den haben wir jetzt aber nicht gekauft, weil der andere... Fraglich jetzt, was war da falsch? Haben wir bestimmt... Ah, der andere hat eine größere Reichweite auf jeden Fall. Maschinengeschützturm hat. Ah, der ist nicht mit der Reichweite so bestückt, ne? Und der, ne, das war ja physisch... Aber der andere ist die Hülle, dann geht er auch kaputt und alles ist gut, oder? Lass uns mal gerade hier... Ne, da nochmal gucken. Ne, hier ist ja nichts, was wäre... Antriebsupgrade. Der braucht viel Energie, Beschleunigung, Geschwindigkeit. Ne, das ist jetzt nicht so... Eher der Generator-Upgrade wäre sinnig, ne? Aber 148 ist dann doch zu teuer. Dann würde ich jetzt dieses hier nehmen, dann haben wir 22 mehr und dann geht das schon erstmal. So, dann gehen wir hier gerade in den Baumodus. Ne, nicht in den Baumodus. Doch, in den Baumodus war schon richtig fürs Geschütz. Mach den mal wieder zu. Und da setzen wir einfach hier hin. Und das setzen wir auf die andere Seite, ne? Muss ich aber einen Block aus Titan bauen. Ah, wir haben keinen Titanblock da drin, alles klar. Dann machen wir das nochmal weg. Wegen schicker und so, ne? Und dann bauen wir da eine Titanhülle hin. Und zwar ein bisschen weiter so. Aber flach. So, zack. Und dann nochmal das Ganze. Den da. Und den da. So, dann ist Bewaffnung da.
Kanoniere müssen wir noch gerade besorgen. Und Rollen ist schlecht. Das haben wir schon gemerkt mit dem Rollen. Lass uns mal gerade hier gucken. Irgendwo muss doch noch der Büro. Da ist er. Den brauchen wir. Den können wir doch ganz einfach da reinbauen, ne? D auf ganz kurz. A auf so und den auf so. Und dann müsste das doch schon besser sein, oder? Und wir haben jetzt die Waffen da drin. Wir haben soweit doch erstmal alles gut, oder? Schießen können wir. Das war falsch. Ich wollte aus dem Baumodus raus. Und wir wollten nochmal docken. Und Crew brauchen wir noch zwei Kanoniere. Sind das wirklich zwei, die wir brauchen? Ja, ich glaube zwei, ne? Anheuern. Schließen. P. Personal ist ausgewählt. Ne, wir brauchen vier, okay. Aber wir haben noch so einen hier. Besatzungsmitglied ist nur eins und Kapitän haben wir auch. Das würde ja jetzt bedeuten, das reicht. Also schnell ist es jetzt nicht wirklich, oder? Doch, es kommt eigentlich. So, jetzt soll das mal drehen. Aber muss jetzt auch nicht so gut gesehen werden. Der soll ja nur erstmal entdecken, ne? So, dann bedeutet das, der Discover. Abwracken, Herzraffinerie, Güter kaufen, verkaufen, stopp. Sektor patrouillieren. Ach so, wir sind noch da drinne. So, das bedeutet, aus der Karte raus. Wo ist denn der andere jetzt? Da oben irgendwo. Okay. Darüber. Wir gehen wieder hier hin. Das ist Discover. Ach, jetzt ist der da irgendwo hingesprungen. Das wollte ich natürlich nicht machen. Springen wir wieder zurück. So. Nein, nicht. Er soll nicht dahin springen. ja. Wo ist denn der jetzt? Wieso ist denn der grüne? Ach. Passt schon. Interagieren. Ja, Erzrefinerien. Abwracken, bauen. Aber wo ist hier das inaktiv? Nee, passiv? Nee. Diese Position Sektor patrouillieren. Was patrouilliert er dann? Hier in diesem Sektor? Oder was macht er dann? Das ist eine gute Frage, ne? Er wird irgendwas machen, aber was? Gut, aber das wird der Thomas Steele mir schreiben, wie ich das denn den entdecken lassen kann oder so. Aber das ist jetzt, oder muss ich denn immer händisch durch die Gegend springen lassen? Aber eigentlich auch das nicht, oder?
Naja, wir werden sehen. So, du kannst das Schiff, in dem du sitzt, nicht befehligen, ist klar. Du kannst das Schiff, in dem du sitzt, nicht befehligen. Aha, wieso das denn jetzt? Ach so, der wählt das jetzt aus, sehe ich gerade, okay. Icons bewegen, ist klar. Feinde angreifen? Ich will ja keine Feinde angreifen, da gehe ich ja gleich platt, da sind wir viel zu schlecht für. Gut. Lassen erstmal machen. Für die nächste Runde müssen wir gucken, dass wir noch R-Geschütztürme kriegen. Da müssen wir wohl in eine passende Richtung fliegen. Und dann werden wir unser Schiff, wo wir jetzt drin sitzen, auch noch ein bisschen ausbauen. Und wenn es sein muss, verkaufen wir dann auch noch ein bisschen Ressourcen, damit wir an Geld kommen. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare, Thomas, schreib was rein, was wir dann da machen müssen, weil ich habe jetzt irgendwie nicht den Drall, wie der was entdecken kann, ne? Und eine neue Mission suchen und bergen, okay, die müssen wir dann mal schauen und ja, teilt das Video noch auf anderen Kanälen, wir kriegen voneinander wieder mit, bis zum nächsten Mal, tschüss!